Ja, mein Name ist Holger Lichtl. Seit knapp 60 Jahren bin ich in Neidesheim, weil es mir hier so gut gefällt. Ich bin über die Jugendarbeit in die Pfarrgemeinde reingewachsen und habe so nach und nach alle Räte und viele Gruppierungen durchlaufen. In der KJG habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben 3 erwachsene Kinder und 2 Enkel. Irgendwie ist man damals mit Freunden in der Pfarrgemeinde so zusammen aufgewachsen. Man hatte zugehört, hat sich samstags nach der Vorabendmesse am Seideschiff getroffen und gemeinsam ist mir dann ins Wochenendprogramm gestartet. Und noch heute sind die meisten unserer Freundschaften, kann man sagen, aus der Jugendarbeit erwachsen, aus den Familienkreisen und viele auch aus der Laienspielgruppe, wo ich 30 Jahre lang mitgespielt habe. Unsere Kinder sind meiner Meinung nach ganz gut geraten, waren in der Jugend auch aktiv, aber die weitere Bindung in der Pfarrei, die sehe ich heute nicht mehr so, wie das früher war. Das ist schade, aber wenn uns das nicht gefällt, müssten wir halt was dafür tun. Ja, wir werden ja mal sehen, welche Jugendliche und jungen Familien aus Heidesheim sich hier auch noch vorstellen dürfen. Kommen wir mal zum Hauptthema. Ich wurde ja eigentlich ausgesucht für die Heidesheimer Motorradgruppe, die sich vor vielen Jahren gegründet und Heaven's Angels benannt hat. Wenn die Pandemie uns nicht gerade dazwischen kommt, dann laden wir an Christi Himmelfahrt zur Motorradsegnung mit anschließender Ausfahrt ein. Und was mir dabei gefällt, das ist zum einen die Gruppe selbst, die erneut freundschaftliche Beziehungen wachsen lässt, dann die gute Teamarbeit und die Aufgabenteilung, die gemeinsamen Ausflüge. Und dann, was mir gefällt, das Erlebnis, wie viele da sich jedes Mal an Christi Himmelfahrt zu Gott und zu seinem Segen bekennen. Ich habe sowieso oft die Erfahrung gemacht, dass viel mehr Menschen mit Glaube, Religion und Kirche auch sehr viele positive Erfahrungen verbinden, viel mehr als man denkt oder viel mehr als es tatsächlich auch zugeben wolle. Ja, dann kümmere ich mich in der Pfarrei auch um die Einteilung der Lektoren und Kommunionhelfer und bei Fasnacht, Fahrfeste und wenn es fehlt, alles mit F, sind wir halt auch meistens dabei. Ich sehe mich nicht unbedingt als guter Vorzeigekatholik und ich frage mich oft, ob ich nicht mehr protestantisch oder sonst irgendwie denke. Jedenfalls habe ich mir meinen Kinderglauben bewahrt und das werde ich auch weiter tun, weil das kann ja auf keinen Fall schaden. Ich ärgere mich oft über einige Versager, die du angeblich zum Dienst in der Kirche berufen hast. Ich schäme mich sogar dafür, aber das sind für mich nicht die Autoritäten. Vielmehr sind es die Gemeinden und die Menschen vor Ort, was mich hält. Und deshalb machen wir auch weiter.